Ja, The Legend Lives, Ford Mustang. Und das hier ist ein Ford Mustang, und zwar der Mustang Mach-E, also der elektrische Mustang sozusagen. Er ist rot, er hat ein Pony oben vorne drauf und er fährt total sportlich. Das ist nämlich die höchste Ausstattungsvariante mit dem fast 100 Kilowattstunden großen Akku. Also 98,7, um genau zu sein. Davon sind 88 Kilowattstunden nutzbar. Und der hat hier eine Beschleunigung von 5,8 Sekunden auf 100. Das heißt, er hat irgendwie 351 PS, 252, nee, 258 kW sind das. Also richtig sportliche Kiste. Und mit dem Auto fahre ich heute wieder meine Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Und wir haben heute wirklich super Wetter. Und der Mustang Mach-E soll ja sehr effizient sein. Das probiere ich heute aus. Und deswegen wird es ein spannender Test. Also bleibt dran. Eine der ersten Besonderheiten beim Mach-E ist schon mal der Türgriff. Es gibt nämlich keinen, weder vorne noch hinten. Also rein kommt man nur mit so einem Taster hier, und hier ist so ein kleiner Griff zum Festhalten. Und dann kann man hier ziehen. Hinten, da fehlt der Griff. Das heißt, wenn man hinten aufmacht, dann öffnet sich die Tür ein paar Zentimeter und man muss in die Tür reingreifen. Und wenn es da schmutzig ist, hat man automatisch schmutzige Finger. Aber gut, man kriegt sie immerhin auf. Und dann gehen wir mal zum Kofferraum. Der ist nämlich gar nicht mal so groß. Der hat nur 322 Liter. Das heißt, verreisen mit einer dreiköpfigen Familie und eventuell noch Hund wird ziemlich schwierig. Schaut euch das an. Das ist der Kofferraum. Und hier unten drunter ist noch so ein doppelter Boden für ein bisschen Ladekabel, vielleicht ein paar Schuhe, so ganz dünne Täschchen. Das geht alles. Man kann zum Glück hier die Sitzbank asymmetrisch umklappen. Dann hat man hier natürlich ein bisschen mehr Stauraum. Er reißt es ein bisschen wieder raus, der Mustang, dadurch, dass er nämlich einen richtigen Frunk hat, und der ist gar nicht mal so klein, und das zeige ich euch jetzt mal. Jetzt muss man den Hebel hier zweimal ziehen. So, und dann hat er nämlich sogar einen Haubenlifter, was auch nicht jedes Auto von sich behaupten kann. Und das ist der Frunk, ja. Hier hat er noch so ein Innenleben, so für verschiedene Staufächer. Das kann man aber auch rausnehmen. Mache ich jetzt nicht. Dann ist da doch relativ viel Platz. Leider ist diese Wulst ein bisschen im Weg, sonst würde da eine ziemlich große Reisetasche reinpassen. So passt halt nur eine sehr schmale Reisetasche rein. Ja, ein paar Sachen, ihr hört es hier schon, wenn man in diesen Wagen einsteigt und ihn vorher nicht ausgeschaltet hat, das heißt, man lässt ihn einfach an, also Power-Knopf nicht drücken, dann sind so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Also wenn ich die Tür jetzt schließe und der Wagen ist noch an, dann hupt er zweimal, und zwar ziemlich laut. Muss er irgendwie nicht sein. Wahrscheinlich will er mich daran erinnern, dass ich ihn noch nicht ausgeschaltet habe. Aber ich will doch wenigstens mal den Wagen verlassen und mal die Tür zuschlagen, ohne dass er mich ständig anhupt. Und ausschalten will ich ihn auch nicht dauern. Vielleicht will ich ja gleich wieder weiterfahren. Wenn ich dann einsteige, dann macht er hier auch Geräusche und weist mich darauf hin, ey, der Wagen ist irgendwie an oder die Fahrertür ist auf, obwohl der Wagen an ist. Irgendwie ist das unnötig, finde ich. Aber das ist so Kritik auf sehr hohem Niveau. Also ansonsten, wenn ich mir hier diesen Innenraum anschaue, sieht es doch richtig schick aus. Also hier die roten Ziernähte passen natürlich super zur Außenfarbe. Muss man nicht unbedingt immer mitbestellen. Das hier ist halt das Technikpaket 2, also die ganz große Ausstattung. Preis ist hier übrigens nach Abzug der Förderung um die 60.000 Euro für diesen Schlitten. Das ist eine ganze Menge Geld, aber er bietet eigentlich auch alles. Ne? Er hat auch alles, was es gibt, sämtliche Ausstattungen, die man so haben kann. Und was natürlich sofort auffällt, ist das große Zentraldisplay und hier dieses ganz kleine, schmale Tachodisplay. Dieses schmale Tachodisplay ist erstmal gewöhnungsbedürftig, weil es halt so niedrig ist.
Aber wenn man damit fährt, ist es völlig ausreichend, ist es super ablesbar, ist auch schön breit. Und was ich eben auch sehr, sehr gut finde, ist, dass die Schrift hier auch relativ gut lesbar ist, gerade auch für Leute, die eine Lesebrille brauchen. Das ist wirklich wunderbar. Auch die ganze Bedienung von diesem großen Touch-Display, die ist super flüssig und es gibt kaum Latenzen. Es ist alles total intuitiv. Also ich habe ja keine Bedienungsanleitung gelesen, das ist ja nur was für Schwächlinge. Mich versucht hier mal zurechtzufinden, überhaupt kein Problem. Hier die ganzen Einstellungen, das ist so ein bisschen so ähnlich, wie ich es auch von meinem Tesla kenne. Man hat auch so das Gefühl, dass sich Ford so ein bisschen davon hat inspirieren lassen. Es gibt hier auch überhaupt gar keine Knöpfe, außer hier so ein Parktaster, Warnblinkanlage, Feststellbremse, Powerknopf und der Rest ist dann am Lenkrad, auch sehr übersichtlich, nur das Nötigste. Und alles andere bedient man halt hier über das Touchscreen. Ja, und ansonsten, dann schauen wir uns doch mal die Routenplanung an, ob der Ford Mach-E eine vernünftige Routenplanung bietet. Navigiere nach München. Bitte wählen Sie den gewünschten Eintrag. Okay, hier sind wieder jede Menge Münchens. Ich nehme mal das erstbeste München, in Bayern. Nennen Sie eine der Optionen oder nehmen Sie die Auswahl auf dem Bildschirm vor. Das habe ich eigentlich gemacht, aber offensichtlich hat er meinen Touch nicht gewollt. 80539 München. Die Route wird gestartet. So, dann gucken wir mal. Er rechnet und rechnet. Das geht relativ fix. Hier sieht man eine Prozentanzeige. So, jetzt ist er fertig. Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden der Route hinzugefügt. Links abbiegen. Zack. Dann in die erste Straße. Ja, das hat 5 Sekunden gedauert höchstens. Wetterinformationen werden mir angezeigt. 3 Ladestopps muss ich machen. Einmal bei Fastnet, einmal bei Ionity, einmal bei Shell. Das sieht alles gut aus. 15 Minuten laden bis 47%, 35 Minuten laden bis 58%, 25 Minuten laden bis 44%. In München komme ich mit 10% an. Also im Prinzip ist das genauso, wie man sich das vorstellt. Das ist top. Ja, und da darf natürlich der offizielle Hundetest nicht fehlen. Also Myla, mal sehen, ob du hier reinpasst und wie es dir da drin ergeht. So, dann komm mal rein. Komm. Ja, ich würde sagen, vom Platzangebot passt es schon mal. Jetzt ist die Frage, ob die Heckklappe auch vernünftig zugeht, wegen dem Kopf hier. Mal beim Gucken. Myla, Kopf weg. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ein bisschen eng, aber es geht noch, ne? Für Mittelstrecken würde ich sagen, durchaus geeignet. Kannst du dich da drehen? Ja. Kannst dich auch hinlegen. Das passt. Ja, komm raus. Komm. Braves Mädchen. So, wir sind soweit. Ich würde sagen, wir können starten. Wollen wir uns mal anschnallen. Wir haben jetzt 455 Kilometer angezeigte Reichweite bei 96% Akkustand. Und der Trip. Wo haben wir den Trip? Achso, warte mal. Moment mal. Hier, diese Fahrt. Genau, das ist der Trip. Bordcomputer zurückgesetzt. Rücksetzen. Noch ein bisschen nach vorne. Noch ein Stück. Und dann kann es losgehen. Da komme ich kaum rum hier. Der ist ein bisschen länger als der Volvo. Ja, man merkt doch gleich auf den ersten Metern, dass der Ford Mustang Mach-E doch ein bisschen straffer gefedert ist. Also die Bodenunebenheiten hier, die Gullideckel, die übertragen sich hier ganz schön. Es ist jetzt nicht unangenehm, aber ein bisschen komfortabler würde ich es mir schon wünschen. Und wir haben auch hier ein One-Pedal-Driving, was man auch nicht einstellen kann. Im Prinzip kann man es nur ein- oder ausschalten. Und dann verzögert der Mach-E bis zum Stillstand. Allerdings ist es so, dass wenn ich jetzt hier einfach mal vom Gas gehe, dann braucht er ein bisschen, vielleicht eine Viertelsekunde, bevor er das Verzögern beginnt. Also das ist erstmal ungewohnt. Und hier das Außengeräusch, was man draußen deutlich hört, also das Künstliche, das hört man im Inneren ganz wenig. Das ist schon mal schön.
Ja, er verzögert schön bis zum Stillstand. Bleibt dann auch stehen. Das kann man abschalten. Ich habe also jetzt auf Autohold stehen, dann bleibt er auch stehen, wenn man einmal steht und fährt nicht oder rollt nicht weiter. Ja, und die 5,8 Sekunden sind schon schön schnell, schön sportlich, geht gut ab an der Ampel. Aber auch hier ist es so, dass wenn man jetzt wirklich mal drauf drückt aufs Strompedal, dann braucht er so eine Viertelsekunde, bevor er da mal richtig in die Gänge kommt. Also er schießt nicht so nach vorne wie zum Beispiel mein Tesla, der ja ähnlich schnell beschleunigt, aber trotzdem fühlt sich das bei meinem Auto irgendwie noch viel schneller an, weil er hier so ein bisschen diese Gedenksekunde hat. Das ist ein bisschen schade. Noch Tempo 120, weil hier ist halt Geschwindigkeitsbeschränkung noch. Aber er fährt sich wirklich sehr ruhig auf der Autobahn. Auch das Geräuschniveau ist total niedrig. Wie gesagt, die Rollgeräusche von den Reifen hört man so ein bisschen, ganz bisschen Windgeräusche hier von vorne, ein bisschen vom Spiegel. Aber sonst sehr, sehr leise, sehr angenehmes Fahren. Aber man merkt jetzt schon, finde ich, ich bin ja vorher den Volvo 2 Wochen gefahren, dass das Fahrwerk hier im Ford Mach-E für mich jetzt, also meine Begriffe, mir nicht so gut gefällt, wie das noch im Volvo war. Also er ist hier doch relativ straff. Hier beim Ford ist der Schwerpunkt doch, glaube ich, eher auf Sportlichkeit. Also Bodenwellen und so Unebenheiten merkt man hier deutlicher. Und auch von den Sitzen her ist es irgendwie nicht so schön bequem, finde ich. Also die haben so einen ganz schlechten Seitenhalt. Das ist richtig schade. Ich bin ja jetzt hier nicht so der breiteste Typ. Und irgendwie rutsche ich hier von links nach rechts auf den Sitzen. Das hätte ich mir ein bisschen besser gewünscht. Geschwindigkeitsbegrenzung ist jetzt hier zu Ende. Ab jetzt fahren wir 130 und Tempomat und adaptiver Spurhalteassistent habe ich jetzt hier eingeschaltet. Funktioniert einwandfrei. Ist auch hier schön dargestellt im Frontdisplay. Mal was anderes. Mehr so zwei kleine Kreise um das mittige Auto und nicht immer nur so die Striche der Begrenzungslinien. Das sieht ganz schön aus. Und vor allem ist mir auch aufgefallen, dass der Wagen ganz anders als der Volvo zum Beispiel, wenn er den Spurhalteassistent deaktiviert, dann leuchtet dieser Kreis um das Auto orange und es steht abgeschaltet drunter und es piept ein paar Mal oder mindestens einmal. Also sehr deutlich, dass man sofort merkt, der Spurhalteassistent ist geradeaus. Das finde ich viel besser, als dass er einfach so sang- und klanglos ausgeht und man das überhaupt nicht mitbekommt. Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass dieser Bordcomputer mit den Fahrdaten irgendwie merkwürdig ist. Ich habe ja den Bordcomputer 1 zurückgesetzt und er zeigt mir jetzt nach knapp 28 Kilometern einen Durchschnittsverbrauch von 17 Kilowattstunden an, was extrem niedrig wäre. Wenn ich aber auf diese Fahrt gehe, dann habe ich nach denselben 28 Kilometern 23 Kilowattstunden. Und der Bordcomputer hat auch diesen Wert 17 Kilowattstunden bis jetzt überhaupt nicht verändert. Um keine 0,1 Kilowattstunden, gar nichts. Also irgendwie kann dieser Wert nicht stimmen. Der muss eingefroren sein. Vielleicht ist das irgendwie Fehler im System, kann ich nicht sagen. Also gehe ich jetzt mal nach dieser Fahrt und beachte den Bordcomputer 1 nicht mehr, weil mir der anscheinend irgendwie nicht die richtigen Werte anzeigt. Aber jedenfalls ist hier diese Anzeige auf dem großen Display von den Verbräuchen sehr, sehr schön. Also ich sehe hier, wie viel Prozent von den Kilowattstunden meine Klimatisierung verbraucht, wie viel für die Route ist, welches Zubehör. Dann habe ich noch Außentemperatur. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber auf jeden Fall kann ich auch meinen Fahrstil hier mir anschauen. Und ich habe ein Bremsverhalten von 95%, Geschwindigkeit leider nur 32%. Ja, ich fahre halt 130 auf der Autobahn.
Das magst du vielleicht nicht, aber dann ist ja bei 180 km/h wahrscheinlich Geschwindigkeit hier 0%. Ich weiß es nicht. Und auch hier beim Mach-E ist die Kilometeranzeige für die Reichweite natürlich auch nicht so besonders genau. Wir haben jetzt 56 Kilometer verloren nach 40 Kilometer. Die Abweichung ist nicht ganz so groß, aber immerhin, wir haben jetzt 398 Kilometer Reichweite und 10% Akku ist schon weg. Also 10% Akku, 40 Kilometer, 100% Akku, 400 Kilometer. Mal sehen. Ja, und Zwischenstand nach 55 Kilometer gefahren sind 24,0 Kilowattstunden. Und wir fahren noch ein Stück und dann machen wir in Bremerhaven gleich wieder die Wende. Wir hatten jetzt ein bisschen Rückenwind, aber nur wirklich nur ganz minimal, weil es ist relativ windstill. Und dann gucken wir mal, ob es auf der Rücktour vielleicht sich nochmal verändert hier, der Verbrauch. Ja, wir sind 63,7 Kilometer unterwegs, also diese 64 Kilometer, die wir sonst immer fahren, rund 22,0 Kilowattstunden zurzeit der Durchschnittsverbrauch. Das hört sich doch eigentlich schon ganz gut an jetzt und wir machen hier die Wendeschleife und dann geht es wieder zurück auf die Autobahn. Ja, wir fahren den Mach-E übrigens hier im Aktivmodus. Es gibt dann irgendwie noch zahm und temperamentvoll. Also zahm wollte ich jetzt irgendwie nicht und zu temperamentvoll muss ja nicht sein, deswegen aktiv. Also aktiv klingt irgendwie auch ziemlich ausgewogen, finde ich. Wir sind wieder unterwegs auf der Rücktour und ich will mal kurz gucken, ob der Bordcomputer 1 sich jetzt irgendwie angeglichen hat an diese Fahrt. Nee, der Bordcomputer 1 steht bei 18 Kilowattstunden, sonst alle Werte identisch und diese Fahrt steht bei 22 Kilowattstunden. Ja, ist schon komisch. Warum der Bordcomputer 1 ganz andere Werte anzeigt? Ja, verstehe ich nicht. Was mir hier gerade auch beim Mach-E besonders gut gefällt, ist hier dieses große Zentraldisplay. Das ist einfach immer ein unschätzbarer Vorteil, wenn man so ein großes Display hat. Bin ich ja von meinem Tesla so gewohnt. Das Display hier ist fast, nein, es ist nicht fast, es ist sogar noch besser ablesbar als bei mir im Tesla. Weil ich bin ja nun Lesebrillenträger und ich erlebe immer wieder, gerade bei so kleineren Displays, dass die Schrift so klein ist. Und hier ist es wirklich so, die Schrift ist doch richtig groß. Fast kommt es einem doch ein bisschen zu groß vor, aber nee, im Gegenteil, man ist super entspannt beim Lesen, man kann alles gut erkennen, muss nicht irgendwie die Augen zusammenkneifen, also das ist richtig gut. Auch die Bedienung ist total flüssig hier, überhaupt nicht hakelig, reagiert instant und alles ist irgendwie da, wo man es erwarten würde und reagiert so, wie man es erwarten würde. Die Touch-Gesten, Wisch-Gesten, alles funktioniert genauso, wie man das intuitiv eigentlich erwarten würde. Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Und ich kenne da den einen oder anderen deutschen Autohersteller, der von dieser Software sich vielleicht nochmal eine Scheibe abschneiden könnte. Ja, Zwischenstand bei 80 Kilometern haben wir 100 Kilometer Reichweite verloren. Wir sind jetzt bei 355 von 455 gekommen. Haben 20% Akku verbraucht, also es bleibt tatsächlich dabei. 10% sind 40 Kilometer, jetzt bei 20% Verbrauch haben wir 80 Kilometer gefahren.
Also die Hochrechnung 100% 400 Kilometer auf der Autobahn mit dem Mach-E, die scheint immer realistischer zu werden. Faszinierend. Einen Kritikpunkt hier im Innenraum habe ich auch noch. Da sind nämlich diese Lüftungsdüsen an der Seite und die Verstellung von den Lüftungsdüsen, also an oder aus oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Lüftung, die ist sehr, sehr fummelig zu erreichen, weil die liegt nämlich hinter dem Zentraldisplay. Von der Fahrerseite geht es gerade noch so, wenn man schlanke Finger hat, kann man so um die Ecke greifen, aber auf der Beifahrerseite sieht man die nicht und man kann auch eigentlich kaum ran. Also das ist richtig doof gelöst eigentlich. Hätten sie vielleicht ein bisschen intelligenter platzieren müssen. So, wir sind jetzt 120 Kilometer gefahren. Gleich sind wir wieder zu Hause. Wir haben immer noch 23,0. Also irgendwie ist es immer 0,0. Die Zwischenwerte zeigt er scheinbar irgendwie gar nicht an. Macht dann auch irgendwie keinen Sinn, die 0,0 da anzuzeigen. Nun denn, jedenfalls steht er gerade auf 23 und das stand da fast auch schon die ganze Zeit. Wird sich wahrscheinlich dann auch bis zu Hause nicht mehr groß verändern. Jedenfalls fahren wir da gleich wieder runter und dann werten wir mal das Endergebnis aus. Ja, wir sind wieder angekommen nach genau 127,7 Kilometer und 22,0 ist der ja angezeigte Verbrauch, also immer 0,0. Zwischenwerte gibt es hier scheinbar irgendwie nicht, ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz ist das ein super Wert, finde ich, für dieses große Auto und wir haben noch eine Restreichweite von 301 Kilometer. Das heißt, von 455 sind wir gekommen, 154 Kilometer Reichweite haben wir verloren bei, sagen wir mal, rund 130 Kilometer Fahrt. Das heißt, 25 Kilometer Differenz ist dabei, die hatten wir irgendwie von Anfang an schon, die haben wir immer irgendwie mitgeschleppt. 64% ist noch im Akku, das heißt, wir haben 32% der Akkukapazität verbraucht, weil wir am Anfang 96% hatten. 32% bei 130 Kilometer, ja, das macht ja ungefähr die 400 Kilometer auf der Autobahn bei 100%. Also so wie es am Anfang sich abzeichnete, scheint der Mach-E das auch wirklich zu schaffen. Kein Wunder, es ist das Auto mit fast dem größten Akku, den ich bis jetzt getestet habe, also Porsche Taycan vielleicht mal ausgenommen oder Audi e-tron. Verbrauch ist jedenfalls akzeptabel, finde ich. 22 Kilowattstunden, irgendwas wird es ja sicher sein. Damit kann ich super leben. Super Reiseauto, hohe Reichweite, richtig klasse. Jetzt muss nur noch die Ladekurve stimmen. We'll be right back.
Ja, dann bleibt jetzt halt noch die Frage, wie hat mir der Ford Mustang Mach-E eigentlich gefallen? Und da fällt das Urteil eindeutig aus. Mein Gesamtfazit ist ganz klar positiv. Mir hat der Wagen wirklich gut gefallen. Vor allem ist der Wagen sehr sportlich zu bewegen. Die Performance ist richtig klasse. Der Durchzug hier, die Höchstgeschwindigkeit, auch die Abstimmung des Fahrwerks, das ist alles irgendwie doch Richtung Sportlichkeit getrimmt. Für mich könnte es ein bisschen komfortabler sein, das ist aber eben auch Geschmackssache. Ansonsten hat der Wagen viele gute Eigenschaften, ganz allen voran natürlich eben die Reichweite, also die 400 Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 130, bei so einem relativ guten Wetter wie heute. Das schafft der Wagen locker und auch bei höheren Geschwindigkeiten, da sieht er nicht schlecht aus. Der Akku ist eben so groß, da hat man Reserve und kann auch wirklich eine gute Strecke mal ein bisschen voll Power fahren. Das geht alles mit dem Wagen und das macht auch noch richtig, richtig Spaß. Zum Reisen mit einer kleineren Familie ist es auch okay. Einziger Wermutstropfen, der Kofferraum ist relativ klein. 322 Liter ist nicht wirklich viel. Der Frunk vorne ist schön, dass wir ihn haben. Der bringt ein bisschen was, aber reißt es halt auch nicht raus. Eine Dachbox kann man, glaube ich, nicht aufschnallen. Zumindest habe ich keine Dachreling hier und vielleicht gibt es da eine technische Lösung, die kenne ich aber nicht. Man kann noch eine Anhängerkupplung ranschrauben. Die hat aber auch, glaube ich, nur 750 Kilogramm Zuglast, wenn ich mich nicht täusche. Und ansonsten war es das halt mit Gepäck. Da muss man halt zusehen, dass man eben nicht zu viel mitnehmen muss. Ja, vom Sitzkomfort muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht hier. Also ich finde die Sitze doch ein bisschen weich vom Material, von der Oberfläche her. Und der Seitenhalt ist mir zu schwach. Also ich habe selten ein Auto gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich sitze unbequem. Und hier hatte ich das den ganzen Tag. Vielleicht liegt es auch an meiner Körperform. Ich bin halt so ein schlanker Hering. Keine Ahnung, ob die Sitze dafür nicht optimiert sind. Da muss man vielleicht ein etwas korpulenterer Amerikaner sein. Weiß ich nicht. Jedenfalls, es ist nicht so tragisch. Also ich könnte auch damit leben. Nur mir ist es halt doch deutlich aufgefallen. Ansonsten hier, die Bedienung ist relativ flüssig. Alles ist total intuitiv. Ich würde jetzt hier vielleicht ein Head-Up-Display vermissen, gerade auch hier bei dem Preis. Und wir haben hier immer ein Technikpaket 2, also das höchste des höchsten. Und bei 60.000 Euro abzüglich Förderung schon kein Head-Up-Display, kein Augmented Reality. Alle anderen Autos, die günstiger sind, haben sowas. Das ist schon ein bisschen verwunderlich. Ja, und bei der Bedienung, wo ich wie gesagt dachte, alles funktioniert fluffig und ist total easy peasy, gab es dann doch die ein oder andere Geschichte, die mich so ein bisschen hat stutzen lassen. Also zum einen funktioniert die Sprachsteuerung für das Navi nur so mittelmäßig. Man muss wirklich bestimmte Wortwahl einhalten, sonst wird es gar nicht verstanden. Manchmal wird es dann trotzdem nicht verstanden. Manchmal geht es eben nicht. Das ist eben das Komische. Also es ist nicht so konsistent. Das hat mich gerade vorhin so ein bisschen genervt. Dann diese ganze Anzeige für den Verbrauch, also zum Beispiel der Tagestrip bzw. die aktuelle Fahrt und der Bordcomputer. Wenn man sich das mal anzeigen lässt, dann gibt es da komplette Diskrepanzen zwischen diesen beiden Werten, obwohl man sie zeitgleich zurückgesetzt hat. Das habe ich heute gemacht, den Bordcomputer 1 zurückgesetzt und diese Fahrt eben begonnen, was automatisch passiert. Und es gab Riesenabweichungen von 4 Kilowattstunden, was den Verbrauch angeht. Fahrzeit und Fahrstrecke war bei beiden identisch, nur eben nicht der Verbrauch. Schon seltsam. Zum Zweiten, ich hatte ja jetzt bei der Strecke Bremen-Bremerhaven 130 Kilometer bei Tempo 130 laut dem Tripmeter für diese Fahrt einen Durchschnittsverbrauch von 22 Kilowattstunden, 0,0. Sie haben keine Komma-Werte, da hätten Sie das 0,0 auch weglassen können. Also es könnten auch 22,9 gewesen sein oder 22,1, man weiß es nicht. So richtig glaube ich dem Wert aber nicht, weil ich bin ja danach nochmal mehr als diese Strecke, nämlich 145 Kilometer, wo es ging, Vollgas gefahren, also so richtig durchgetreten, damit der Akku leer kommt. Ich wollte halt nicht jetzt stundenlang mit 130 da lang schleichen, in Anführungsstrichen. Und da hat mir diese Fahrt auch nur 22 Kilowattstunden angezeigt als Verbrauch. Und es wurde auch zurückgesetzt, als ich die Fahrt angetreten habe. Also diese Werte passen irgendwie nicht zusammen. Darauf kann man sich nicht verlassen. Das heißt, man muss sich auf die Reichweitenanzeige verlassen, die relativ genau ist. 10, 20 Kilometer Abweichung, aber damit kann man locker leben. Und auf die Prozentanzeige, die ist natürlich super genau, ist klar.
Das passt dann aber schon. Und wenn man das macht, dann kommt trotzdem diese 400 Kilometer raus. Da bin ich beruhigt. Also ganz so schlimm ist es nicht, dass die Kilowattstunden nicht so exakt abzulesen sind. Man hat hier eine Riesenreichweite. Der Akku ist halt groß genug. 98,7 oder 8 Kilowattstunden brutto, 88 netto, 10 Kilowattstunden Puffer. Das ist echt eine Menge Puffer. Ich weiß gar nicht, wieso die so viel Puffer eingebaut haben. Auf jeden Fall gibt es auch noch ein Problem, dass man hier den Ladezustand, den State of Charge, nicht begrenzen kann. Zumindest nicht auf Anhieb. Der steht eigentlich immer auf 100%. Man muss in ein Untermenü rein. Und zwar war das hier bei den Einstellungen beim Laden die Ladezeitplanung. Und dort in der Ladezeitplanung, dort kann man dann für den Ort, also zum Beispiel Standard oder so, für die Tage und auch für die Tageszeit, die den State of Charge festlegen mit so einem Schieberegler. Da geht das. Das muss man aber auch erstmal finden. Ich bin da nur durch Zufall drauf gestoßen, weil ich einfach da mal drauf geklickt habe. Aber auf jeden Fall geht es. Man muss es nur wissen. Und ansonsten lädt man bis 100%, weil, wie gesagt, der Puffer mit 10 Kilowattstunden ist doch relativ üppig. Ja, und die Reichweite ist das eine. Da muss man ja irgendwann trotzdem mal laden. Und die Ladegeschwindigkeit mit 150 kW ist am Anfang doch relativ hoch. Sie sinkt dann aber doch relativ schnell. Und das macht es dann doch ein bisschen nervig, weil so richtig vollladen will man nicht, weil man steht dann einfach zu lange. Dann lädt man so bis vielleicht 70% rauf und dadurch ist die Reichweite natürlich wieder geringer am Ende. Wenn man dann von 70 bis 10% runterfährt, hat man halt nur 60% der Reichweite von 400 Kilometer zur Verfügung. Das ist aber bei anderen Elektroautos auch so. Die laden dann eventuell schneller. Man lädt dann nicht bis 70% hoch, sondern eher bis 80 oder 90%. Siehe zum Beispiel Hyundai Ioniq. Da kann man sogar fast bis 100% laden und das ist noch fast doppelt so schnell wie der Ford hier. Nichtsdestotrotz kann man damit natürlich trotzdem reisen und bis man den ersten Ladestopp einlegen muss, da dauert das eben schon mal 3 bis 4 Stunden. Von daher auch ein wirklich gutes Reiseauto. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Auch die Innenausstattung ist super. Das Ambiente ist sehr hochwertig. Das macht alles einen super Eindruck. Verarbeitung hat auf mich auch sehr gut gewirkt. Ich habe nichts gefunden, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist. Also, wenn ihr euch für dieses Segment Kompakt-SUV interessiert und auch ein wirklich reisetaugliches Langstreckenauto sucht, dann schaut euch den Ford Mustang Mach-E an. Es gibt ihn auch noch mit einem kleineren Akku. Der hat dann, glaube ich, 75 Kilowattstunden. Ist dann die Reichweite nicht ganz so hoch. Aber der Verbrauch ist dann auch ein bisschen niedriger, weil er dann ein bisschen leichter ist und vor allem kostet er viel weniger. Diese Ausstattung hier, wie gesagt, ist das Top of the Pops Modell für 60.000 abzüglich Förderung, ist eine Menge Holz. Aber vielleicht ist es euch das ja wert. Der Wagen ist auf jeden Fall top. Und falls euch dieses Video gefallen hat heute, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, ein YouTube-Abo ist immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.